Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf die Überholspur. Und vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, wozu braucht man denn im Auto eigentlich so viele Gänge? Das wollen wir uns heute anschauen. Vielleicht bist du schon einmal mit einem Elektroauto mitgefahren, da hast du nur einen Gang. Bei einem Verbrennerfahrzeug mit Automatikgetriebe hat man dann schon Gänge, aber da macht die Automatik das selber, sucht sich immer den optimalen Gang für die gewählte Geschwindigkeit. Aber warum müssen wir jetzt, wenn wir mit einem Auto mit Verbrennungsmotor und Schaltgetriebe fahren, so viel schalten? Und dann haben wir auch noch die Kupplung, die wir richtig bedienen müssen. Viele Schüler fragen uns, kann ich nicht mit dem dritten Gang losfahren und den dritten Gang dann drinnen lassen? Ja, das Problem ist die Realität. Es funktioniert leider nicht. Warum brauchen wir jetzt verschiedene Gänge? Wir haben bei unseren Autos ein Drehzahlband, nennt man das. Also einen Bereich am Drehzahlmesser, wo der Verbrennungsmotor optimal arbeiten kann. Das wäre bei einem Dieselfahrzeug so circa zwischen 1000 Umdrehungen und 4500 Umdrehungen. Bei einem Benzinmotor beginnt der rote Bereich ein bisschen später, bei 5.500, 6.000 Umdrehungen. Und in diesem Bereich können wir einen Motor bewegen. Ich sage jetzt bewusst bitte nicht optimal, also vom Verbrauch her optimal bewegen. Wenn man sich das überlegt, ich fahre mit dem ersten Gang los, mit dem Standgas, also wenn ich kein Gas gebe, dann ist man ungefähr bei dieser Leerlaufdrehzahl 800, 900.000 Umdrehungen, je nachdem wie der Motor eingestellt ist, da fährt das Auto ca. 7 bis 8 km/h mit dem ersten Gang. Wenn man jetzt Gas gibt, geht die Drehzahl nach oben und irgendwann kommt man zum roten Bereich und wir haben das nochmal ausprobiert, da würde das Auto ca. 40, 45 km/h fahren mit dem ersten Gang. Jetzt weißt du selber, es gibt Situationen im Stadtverkehr, wo ich vielleicht 50 fahren kann, da würde der erste Gang nicht mehr ausreichen. Deshalb muss ich schalten, um wieder eine andere Übersetzung zu wählen, damit der Motor wieder in diesem optimalen Drehzahlband arbeiten kann. Mit dem zweiten Gang ist es zwischen 50 und ca. 70 km/h. Wenn ich Freilandstraße fahre, wäre das auch wieder nicht möglich, dann müsste ich wieder Gänge hochschalten. Diese Gänge, die wir im Auto drinnen haben, sind elastisch. Das heißt, es gibt einen optimalen Drehzahlbereich, aber ich kann sowohl nach unten als auch nach oben den Gang ein bisschen mehr ausfahren bzw. auch untertourig fahren. Wenn du dir dabei schwer tust, welchen Gang du wählen sollst, dann gibt es eine einfache Formel, die funktioniert eigentlich bei jedem Auto. Schalte alle 20 km/h. Das heißt, du fährst los mit dem ersten, bei 20 auf die zweite, bei 40 auf die dritte, bei 60 auf die vierte, 80 auf die fünfte. Und wenn du schneller als 100 km/h fährst, dann wäre der sechste Gang optimal. Ich sage jetzt bewusst nicht, weil da bekommen wir da sicher böse Kommentare. Das ist nicht benzinsparend. Ja, aber das wäre so, dass man sich einfach leichter tut beim Autofahren. Das wären die optimalen Gänge. Nicht vergessen, dann bitte wieder zurückschalten. Das heißt also, wenn du mit einem Gang mit der Drehzahl zu weit runterkommst, unter diese, wir sagen das immer 1000 Umdrehungen, das ist, sieht man am Drehzahlmesser optimal, dann bitte wieder einen Gang zurückschalten. Was wäre jetzt benzinsparend? Dass man relativ hohe Gänge fährt. Das heißt, du kannst dir theoretisch, und das auch bitte so eine Daumen mal Pi-Regel, wenn du 50 km/h fährst, streichst du einfach die 0 weg, kannst du mit dem fünften Gang fahren. Ab 60, sechster Gang. Das wäre so eine Daumen mal Pi-Regel. Wenn du beschleunigst, wäre es aber wieder gescheit zurückzuschalten. Möglicherweise auch zwei oder drei Gänge auf einmal, weil je niedriger der Gang, desto mehr Kraft hat man, desto schneller erreicht man die gewünschte Geschwindigkeit. Und auch das wäre wieder benzinsparend. Du hast im Auto auch eventuell eine Anzeige, die dir immer genau angibt, welchen Gang du wählen sollst, ob du hoch oder runter schalten sollst. Das kann man sich als Hilfe hernehmen, ist für Fahranfänger oft schwierig, weil man sehr, sehr viel schalten muss, auch eventuell Gänge überspringen muss. Wir lernen das nicht in der Fahrschule, das machen wir dann bei der zweiten Perfektionsfahrt. Hier können wir wirklich lernen, Gänge zu überspringen oder wenn du auch einmal ein Spritspartraining machst, dann kann man das üben, da hat man schon ein bisschen Routine. Das war heute ein Praxistipp. Wenn auch du gerne einen Praxistipp hättest, den wir noch nicht behandelt haben, schreib es uns in die Kommentare oder an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at. Lass uns ein Like da, wenn dir die Videos gefallen. Abonniere den Kanal. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.